Banges Warten bei Dwayne Johnson und seinen Anwälten, dann das erlösende Urteil des Gerichts. Der Agrarkonzern Monsanto muss Johnson fast 290 Millionen Dollar Schmerzensgeld zahlen, weil seine glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup und Ranger Pro bei ihm Krebs verursacht haben sollen. Der ehemalige Hausmeister leidet unheilbar an Lymphdrüsenkrebs. Ich möchte zuallererst den Männern und Frauen in der Jury von ganzem Herzen danken für ihre schwere Arbeit. Für die vielen Tage, die sie im Gerichtssaal verbracht haben und sich die Beweise angesehen und den Anwälten zugehört haben. Die Unkrautvernichter hätten wesentlich zur Krebserkrankung des Klägers beigetragen, befand das Geschworenengericht. Die Jury begründet das Urteil mit dem Versäumnis von Monsanto, den Kunden vor dem Krebsrisiko zu warnen. Der 46-jährige Johnson hatte die Herbizide als Hausmeister über Jahre in großen Mengen angewendet. Das hier ist so viel größer als ich. Ich hoffe, dass dieses Thema jetzt endlich mehr Aufmerksamkeit bekommt und Menschen dazu bringt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Monsanto kündigte umgehend an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Vizepräsident Scott Partridge hält die Entscheidung des Gerichts für falsch. Wir wissen alle, dass Tabak Krebs verursacht. Glyphosat verursacht keinen Krebs. Die letzten 4 Jahrzehnte zeigen, dass es absolut sicher ist. Unter Experten ist hoch umstritten, ob Glyphosat tatsächlich Krebs verursachen kann. Die US-Umweltbehörde und Aufsichtsbehörden in der EU und Deutschland sehen keine Krebsgefahr. Die Weltgesundheitsorganisation geht jedoch davon aus, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend bei Menschen ist.